Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Meine Damen und Herren, wir wurden zwangsversetzt und zwar in die Pampa. Geht's zu Sheriff Huckleberry? Ja, ja, ich bin da. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ach, wir sind hier in so einem Nationalpark. Chase, hey! Hi Frank, was hast du denn angestellt, um hier zu enden? Bist du sicher, dass du ein ausgebildeter Klempner bist, Honey? Natürlich! Gar nichts? Ganz recht, Deputy. Jetzt hab ich dich. Huckleberry steckt nur in der Klemme. Du und ich. Frank, ich komme von vorn und du kommst von der Seite. Falsche Fährte gelockt. Sprich deine Gebete. Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Alter, ich hab mich gerade erschreckt. Die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Der Chief hat mich vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, deine Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich. Also, dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Machen wir. Komm, perfekt. Chase, ich will die Tieris sehen. Ja, das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay, je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey, schau mal, Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Mann, Typ. Und was ist das? Also klar, anders kann man das bei Lego mit den Pferden nicht umsetzen, aber ich habe das Gefühl, dass die keinen richtigen Rücken haben, sondern dass da einfach ein Loch ist. Aber okay. Chase, meins hängt im Rückwärtsgang fest. Und es hat keinen Kopf. Und einen ganz komischen Hintern. Du sitzt falsch rum, Frank. Oh. Erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase. Wir sehen uns auf der Farm. Das ist in München ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der City anders ist. Also in anderen Großstädten in Deutschland. Aber hier gibt es auch so Pferdestaffeln. Die reiten dann manchmal durch den englischen Garten. Oh, guck mal, das sind kleine Ziegen. Und da brennt es. Moin, Jungs, Alter. Ist er hier Landwirtschaftssimulator oder was? Der Lego-Landwirtschaftssimulator. Alter Schwede. Servus. Guten Tag, Sir. Endlich! Du musst deine Schweine finden. Mach ich. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Ich auch. Es sind Bergschweine. Unglaublich seltene Sorte. Ich werde noch bekloppt vor Sorge. Werde? Fürchtet euch nicht. Das ist Chase McCain. Wenn jemand qualifiziert ist, Schweine zu finden, dann er. Danke, Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Ist ja nicht so, dass sie fliegen könnten. Naja. Es sind Bergschweine. Die sind überall und nirgends! Ich bleib besser hier, falls sie zurückkommen. Na gut. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Eieiei, aber erst die Schweine! Du musst wie ein Farmer aussehen oder sie hauen ab. Ich habe eine Latzhose und einen Hut, die ich nicht mehr brauche. Super, danke.
Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann habe ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Was ist denn das für eine Mission? Nimm einen alten Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel umzupflügen. Als ob. Reparieren müsste man den aber mal. Ja, mega gern. Ja, wie cool. Zack, Alter. Jetzt mal hier schön. Ist wirklich freaking Landwirtschaftssimulator. Geölt müsste er werden. Ah, und wenn Benzin. Ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe. Ja, kein Problem. Müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen. Ja, ich kümmere mich drum. So. Jetzt hier erstmal wieder zeigen, warum wir hier alle super Polizist sind. Okay, hier. Ja, sorry. Ja, da hinterm Haus. Ja, ich kann's schon riechen. Ja, riecht nach Scheiße. Ah, hier unten. Sehr gut. Hat er das wirklich vergraben? Sag mal, was ist denn los mit dem? Alter, ich will jetzt hier schön ein bisschen grubbern. Das habe ich damals beim Landwirtschaftssimulator schon gelernt. Grubbern ist wichtig. Jetzt hier einmal ablegen, einmal reinlüben das Ganze. Ja, einmal voll machen. Hä? Ja. Ja, sehr gut, danke. Der Schlüssel ist in dem Feld da drüben. Ja, ich werde das flüge das Feld und finde den Schlüssel. Das ist ja kein Problem für mich. Also ich bitte dich, ich werde jetzt hier schön grubbern. Drücke B. Oh Gott. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Aber nicht mit Absicht, Jungs. So, ich muss jetzt hier einmal aufs Feld. Vier Korn? Hey Chase. Hallo. Ich habe gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Ja. Wie geht's dir denn? Ja, gut. Wie es mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Sag mal jetzt. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke, Ellie. Ja, danke schön. Ich hab's geschafft. Hab ich den Schlüssel? Ah, da ist er. Einmal mitnehmen. Ah, ich muss aussteigen. Gut. Oh, nicht, dass der Schlüssel jetzt verschwindet. Nee. Zick. Ich habe das Gefühl, er hat keine Scherze gemacht, als er irgendwas meinte von seiner Stinge. Oh Gott! Sag mal, ich habe das Gefühl, ich mache hier ein bisschen meinen Träger kaputt. Also, es ist ja nicht mal mein Träger. So, hallo, da bin ich wieder. Ich mache hier einmal auf. Das Stinkende wird rausgeholt. Ist das jetzt eine komplett neue Verkleidung? Nee, oder? Weil da ist ja irgendwie was mit Farb. Doch, die Grüne! Freigeschaltet. Chase McCain, Farmer. Ja, als ob! Ja, geiles Ding. Jo, dann werde ich doch jetzt mal gucken. Jetzt hier die entlaufenden Schweine. Einmal. Ach so, ja, stimmt. Ich muss mich erstmal verwandeln. Da. Riechen gar nicht so schlimm. Es juckt. Oh, nee, doch. Jetzt rieche ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Ja, ganz ruhig. So, ich werde jetzt hier mal... Ich dünge das Ganze. Ah, sehr gut. So ist es bei mir auch immer, wenn ich... Sachen anpflanze. Ich muss auch sagen, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Und Sie wenn haben ich tatsächlich hab, mal ein UFO gesehen? Oh ja! Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Was, haben die da gerade über haben UFOs Sie oder so Sachen mit mir gemacht? Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Oh. Und dann haben sie diese Maschine. La la la, kann sie nicht hören. La 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 la, immer noch nicht. La la la, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu. Okay, la, so, was mache ich hier? Sind sie fertig? Hä? Was ist das denn jetzt? Drücke B, um mit dem super Hühnergleiter? Darf ich jetzt mal als eine ob. Ihrer Maschinen guck hier. Fahren? Zack. Mal schauen, aber nicht meinen neuen Meter. Als ob, ich kann jetzt so ein bisschen fliegen. Hier, dann fliege ich jetzt nach hier drüben. Warte, hier mit B. Und dann? Jawoll, sehr cool. Wir kommen jetzt direkt... Nee, wir kommen nicht direkt da drauf. Wow. Aber na gut, ich nehme trotzdem das hier. Dankeschön. Einmal wieder gießen. Oh. Erinnert mich ein bisschen an Super Mario. Oh, da der können wir jetzt ein bisschen zuhören. So, jo. Dieses Geräusch. So, ist ja gut. Ich möchte hier einmal zuhören. Achso, ja, kurz einmal Polizist. Und jetzt mal ein bisschen spannern. Das eins! Ja, okay, im Stall. Wer hätte das gedacht, dass da... Hä? Okay, ist auf dem... Das Schwein ist auf dem Dach. Sehr gut, dann mache ich jetzt hier einmal. Und Schweineexpress. Ja, da werde ich elegant durchfliegen. Und dann schnappe ich mir das erste Schwein.
Ah, sehr gut. Guck mal, jetzt muss ich hier sogar ein bisschen runter. Weil ich fliege einfach viel zu hoch. Ah, jetzt von oben. Flugattacke! Also, ja. Sehr gut. Wir können einfach astrein auf dem Schwein reiten. Wie geil ist das denn? Anderle! Vorsicht, Vorsicht, liebe Pferde. Ja, ja, haltet euch ganz, ganz, ganz ruhig. Oh, das war ich nicht. Schwein ist, also das Pferd ist da einfach gegengelaufen. Eieiei, was ist denn hier mit diesem Traktor passiert? Alter, was ist das denn für ein dicker Motor? Also ich war das nicht. Da tun wir ja nun leid. Achso, hier wieder rein. Sind nicht so einfach zu finden, wie? Oh. Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Ja, ja, jetzt muss ich nach da vorne. Was? Warum können wir denn... Schießen wir gerade Eier oder Köttels? Nee, das sind, glaube ich, irgendwie so braune Eier. Oh, was haben wir denn hier oben ein Leckeres? Hier würde ich ja ganz gern einmal hin. Entschuldigung. Hä? Jawoll, nice one. Was ist denn hier vorne? Hier kann ich auch irgendwas machen. Hä? Ach so, das ist wieder so ein gelbes. Das habe ich noch nicht. Aber das kann ich kaputt schlagen. Hä? Eine Vogelscheuche, 1 von 3. Oh, da oben ist ein Digger. Wie komme ich denn da hin? Ja, hier vorne. Weil das sind doch wieder 10.000. Die brauche ich auf jeden Fall. Die Frage ist nur... Oh, da komme ich einfach so drauf. Warte. Okay. Ich komme da nicht ran. Nee, auch mit den anderen Sachen. Nee, da ranschießen geht auch nicht. Ich suche jetzt erstmal das nächste Schwein. So, einmal bitte. Hier nach rechts. Aha. Eindeutig ein Schwein. Hier vorne. Hä, ist es das, was ich gerade gescannt habe? Nee, oder? Hallo, Mr. Schwein. Was soll ich da machen? Und warum pennt der? Einmal hier. Achso, hier muss ich das Ventil irgendwie aufmachen, damit das Schwein aufwacht. Ja, da haben wir es doch. Wetten, das jetzt das Ventil? Wow, ich bin so ein Schlaukopf. So, aktivieren. Ich glaube, dann spült das Wasser hoch, oder was? So, Edgar, aufwachen. Komm her, Edgar. Wir reiten zurück. Sieht doch geil aus, wie der drauf sitzt. So, da bin ich wieder. Einmal hopp. Sehr gut. Einer noch, oder? Gut gemacht. Ja, Filbert stellt gerne mal was an, nicht? Ja. Verrücktes Schwein. Ja, das verrückte Schwein. Oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist darauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Okay, Leute, zur Burg geht's beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.